Oh, Freunde, was geht, was geht? Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Tag, denn ich hatte einen super coolen Tag. Denn bald steht ja Weihnachten vor der Tür, denn dann ist Dezember und ich brauche noch einen Adventskalender und ich muss noch Weihnachtsshopping machen. Das heißt, ich muss Geschenke für meine Freunde kaufen, für meine Mami, Papi, meinen Brüdern und, für mich. Ich beschenke mich immer selber. Naja, ich muss jetzt einkaufen gehen. Da ist Odi. Odi, Modi! Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, kommt alle vorbei! Boah, du hast schon Weihnachtsketten! Wie cool! Ich kann's kaum erwarten, wenn es schneit, Odi! Boah, das wird richtig cool! Da können wir Eislaufen und von dem Berg runterrutschen! Und wir können den Schneemann bauen! Boah, wie cool! Richtig cool. Leute, freut ihr euch auch auf die Weihnachtszeit? Auf Lebkuchen, auf warme Kakao und die ganzen coolen Filme? Dann lasst jetzt ein Like da. Ich würde mich wirklich freuen. Odi, komm, ich muss Weihnachtseinkauf machen. Weihnachtseinkauf? Mhm, ich muss noch Geschenke kaufen und Kekse und Bananen. Was regt Brexy los? Hast du schon ein Geschenk? Ich hab schon Geschenke für euch, aber... Ich muss noch ein paar Deko-Zeug kaufen, Brexy. Oh, wie cool. Kannst du mir verraten, was du mir schenkst, bitte? Nein, das wäre doch kein Geschenk mehr, Brexy. Oh, du hast recht. Ich sag dir nicht, dass ich dir eine Nintendo Switch kaufe. Was? Hä? Nein, ich hab's dir nicht gesagt. Cool, Brexy. Ich krieg eine Nintendo Switch. Oh, Mann, Nintendo Switch. Nein, das sollte eine Überraschung werden. Jetzt muss ich dir was anderes kaufen. Gar nichts gehört, Brexy. Was schenkst du mir denn? Bananen. Och Mann, das ist voll langweilig. Na jetzt komm schon. Ich muss noch ein paar Bananen kaufen. Oh, Orangen sind hier auch. Vielleicht kann ich Jimmy was mitbringen. Ich nehme ein paar Orangen Schau und mal, Bananen. Ich hab den letzten. Hey. Na gut, ich egal. Ich verkaufe ihn dir, wenn du mir was Cooles zu Weihnachten schenkst. Oh, tu ich doch sowieso. Jetzt gib her. Oh, du bist der Beste. Okay, den Weihnachtsbaum haben wir. Ich liebe es, Weihnachtsbäume zu schmücken, Odi. Ich auch, Brex hier. Hast du hier was zu suchen? Ich hab nichts zu suchen. Na gut, ich hab schon alles, Brexy. Ich geh schon mal vor, ja? Okay, tschüss. Tschüss. Oh. Leute, er hat fast gesehen, dass ich die Switch eingekauft habe. Oh Mann, das sollte eine Überraschung werden. Oh, und jetzt muss ich nur noch einen Adventskalender finden. Apropos Adventskalender, Freunde. Wenn du noch keinen eigenen Adventskalender hast, dann möchte ich dir meinen Brexy-Kalender vorstellen. Den kannst du jetzt in meinem eigenen Shop kaufen. Und zu jeder Bestellung gibt es sogar eine Autogrammkarte höchstpersönlich von mir. Aber seid schnell, ihr habt den Laden fast leergeräumt und sind nur noch ein paar da. Ich würde mich wirklich freuen, wenn mein Adventskalender bei euch stehen würde. Und wenn du jetzt bestellst, dann ist er pünktlich zum 1. bei euch zu Hause. Boah, ist der cool. Ich zeige euch ihn mal kurz. Hier ist mein Adventskalender. Wie cool. Also, wie gesagt, ihr müsst wirklich schnell sein, weil die sind fast alle weg. Ha, okay, jetzt muss ich aber auch schleunigst nach Hause gehen. Es wird nämlich schon dunkel und... Oh, es ist echt schon kalt. Wie lange war ich denn beim Einkaufsladen? Und Odi ist schon zu Hause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss noch meine Geschenke einpacken. Ha? Was? Weihnachten, Lubi kriegt bald sein Geschenk. Ho, 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 ho. Leute, sehe ich richtig? Ist das etwa Santa Claus, der Weihnachtsmann? Verteilt er jetzt schon Geschenke? Das muss ich mir mal anschauen. Was ist das denn hier? Und sein Laden, er kriegt besonders Weihnachtsmann! Viele.
Oh, verdammt, hallo Brexy. Was machst du denn so früh hier? Weihnachten ist doch noch gar nicht. Die helfenden Elfen haben mich geschickt. Eure Stadt ist besonders und ich muss mehrmals in eure Stadt kommen, denn ihr habt so viele kleine Kinder als Zuschauer, dass sie alle Geschenke wollen. Wie cool. Du bist ja richtig lieb zu mir und meinen Zuschauern. Das ist ja mega cool. Aber es ist immer noch nicht Weihnachten. Du hast recht, aber ich will dir eine kleine Freude machen. Hast du nicht Lust auf einen großen Adventskalender? Einen großen Adventskalender? Ja, so ähnlich wie deiner. Ja klar, natürlich. Wo ist der? Du kannst aber nur dran teilnehmen, wenn du mir zeigst, dass du den Brexy-Adventskalender hast. Den habe ich wirklich. Den kannst du auf www.brexis.shop finden. Fröhliche Weihnachten. Da schaut Santa vorbei. Aber cool. Nun gut, ich zeig dir den Riesen-Adventskalender. Am besten nimmst du deinen Freund Odi mit. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Odi wird mir nicht glauben, dass der Weihnachtsmann schon da ist. Odi, Modi, Todi. Mann, es ist voll dumm. Brexy hier. Ich muss dir wen vorstellen. Wen denn? Weihnachtsmann? Der war doch... Schau mal! Das ist ein Zombie! Nein, echt, Odi! Odi kriegt heute Kohle geschenkt! Odi, das ist der Weihnachtsmann! Was macht der Weihnachtsmann jetzt schon bei uns? Der meinte, wir können uns einen Riesen-Adventskalender anschauen. Den so mit ganz viel Schokolade und ganz viel Schokokuchen und ganz viel Schokolade! Ich glaube schon. Lass uns mal hingehen. Wo ist denn der Adventskalender, Weihnachtsmann? Da müsst ihr mir folgen. Okay. Hinter dem McDonald's bei dem Weißen Haus seht ihr vielleicht schon, dass dort was Großes, Viereckiges ist. Ich sehe da was Weißes. Odi, war da nicht das Autohaus? Eigentlich war das da, aber was hat denn der Santa Claus da gemacht? Warte mal, Odi. Warte mal. Was, wenn es eine Falle ist und das gar nicht der Weihnachtsmann ist? Warum sollte der Weihnachtsmann so früh sein? Und warum sollte der Weihnachtsmann mit einem Auto fahren? Du hast recht. Lass ihn doch erst mal testen mit Weihnachtsfragen. Du hast recht. Weihnachtsmann. Ja, ihr müsst euch beeilen, Kinder. Ich hab's eilig. Herr Weihnachtsmann, bleiben Sie mal stehen, bitte. Was ist denn? Wir müssen testen, ob Sie ein guter Weihnachtsmann oder ein böser Weihnachtsmann sind. Ja, natürlich. Stellt eure Fragen, Kinder. Okay. Was kriegen Kinder, wenn sie nicht artig sind? Das ist einfach. Die kriegen Kohle. Wo ist dein Zuhause? Das ist der Südpol. Ich meine Nordpol. Genau. Na, ganz knapp. Wie viele Türchen hat das Adventskalender? Das weißt du nicht. 25. Moment. 24. Muss der richtige sein? Die allerletzte Frage, Brex hier. Und die kann nur der echte Weihnachtsmann wissen. Okay, dann schieß los. Wie heißt das Lieblingsrentier von dem Weihnachtsmann? Rudolf der Red-Blue Reindeer, genau. War schon irgendwie richtig. Irgendwie schon. Okay, wir steigen ein. Komm. Na gut, folgt mir, Kinder. Das wird ein cooler, kurzer Trip. Ich bin so gespannt, was uns erwarten wird, Odi. Eine Frage habe ich dann noch. Warum sind wir nicht auf seinem Schlitten? Sondern auf seinem Auto. Mein Schlitten ist... ist mein Schlitten. Was ist das denn Cooles? Hier sind deine Rentiere. Hier ist dein Schlitten. Mein Schlitten. Ich will von jedem von euch 10 Diamanten als Weihnachtsgeschenk für den alten Santa. Ihr wisst, Weihnachten ist hart und ich muss viel arbeiten. Du hast sogar deine helfenden Elfen mitgebracht. Natürlich. Und hier ist ein Weihnachtsbaum mit Geschenken. Genau, und das darf ich vorstellen, ist der Adventskalender. Der hat sogar 24 Türen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 6 mal 1, 2, 3, 4. Odi, was sind 6 mal 4? Sag schnell.
112? Oh, das ist falsch, warte mal. Falsch. Leute, wisst ihr, was die Matheaufgabe 6x4 ist? Wenn du es weißt, dann schreib es jetzt unten in die Kommentare. Ich glaube, das wissen nur die Klügsten. Okay, okay, Santa, wir geben dir die Diamanten. Kann ich sie dir später geben, bitte? Ja, das ist okay, aber am besten nimmt ihr hier aus der Truhe das Werkzeug raus, damit ihr auch die Türchen aufmachen könnt. Oh, wie cool. Okay, hab eine Axt genommen. Ich muss jetzt aber los. Eine Sache noch, Kinder. Was denn? Wenn ihr mehr als 5 aufmacht, dann kriegt ihr Ärger. Nur 5 Türchen, verstanden? Kein mehr. Oh, okay, dann... Sonst gibt's keine Weihnachtsgeschenke. Ho, 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 tschüss. Tschüss. Mann, Odi, 5 durch 2 macht keinen Sinn. Das heißt, einer kriegt 3 und einer kriegt 2 Türen. Wir müssen uns jetzt entscheiden, wer 3 und wer 2 kriegt. Du hast recht, Brex hier. Aber du hast den Weihnachtsmann gefunden. Nimm du ruhig die 3 Türchen. Aber du bist mein bester Freund. Nimm du die 3 Türchen. Nimm du die 3 Türchen. Okay, ich nehme die 3 Türchen. Ey! Aber dafür darfst du anfangen und dir die erste Tür auswählen. Okay, dann will ich direkt die Nummer 1. Oh, ist hier auch direkt das erste Türchen? Du musst aufmachen, Brexy. Du hast das Werkzeug. Nein, hier, ich kann dir das geben. Warte. Mach schon. Mach da die erste Tür auf. Okay, Odi. Brexy, bist du bereit? Ich bin bereit. Los. Dann 3, 2, 1. Oh, hier ist ein Hase. Brexy, und da ist ein Wolf, der den... Oh. Ja gut, dann nehme ich sein Fleisch. Egal, mach weiter. Ich bin so gespannt. Los. Was ist da drin? Da sind Lucky Blöcke drin, Brexy. Oh, wie cool. Darf ich eins aufmachen? Nein, das sind meine. Das ist ein Endportal, schau mal. Dann können wir nachher zum End gehen. Mach du das nächste auf, los. Okay. Ich trau mich nicht, Brexy, kannst du das aufmachen? Okay, dann mach ich für dich auf und... Wow, ein Zaubertisch. Das ist ja mega cool. Ich würde vorschlagen, dass wir noch eins aufmachen, aber das machst du diesmal auf. Nein, mach du, ich hab Angst vor Lucky Blöcken. Okay. Warte mal, wenn du mal zusammen mit mir und meinem besten Freund Odi spielen möchtest und gemeinsam die Lucky Blöcke aufmachen willst, dann musst du das Video unbedingt bis zum Schluss anschauen. Denn am Ende verrate ich dir, wie du mitmachen kannst. Und ich habe eine kleine Überraschung für dich. Odi, wir lassen die restlichen für die Zuschauer, okay? Du hast recht, komm schon, Brexy, weil man muss ja auch an Weihnachten teilen können. Du hast recht. Ich würde sagen, ich mache die nächste Tür auf. Aber das wird nicht die 2 sein und auch nicht die 15, sondern meine Lieblingszahl. Deine Lieblingszahl? Die 2? Du kennst meine Lieblingszahl nicht, du Blödmann. Au! Meine Lieblingszahl ist die Nummer 27. Jetzt müssen wir nur noch das Türchen finden. Ich sehe die 8. Ich sehe die 9. Hilf mir. Das 24. Ganz oben sein, Brexy. 17. 22. Mann, hier drüben vielleicht. Ich habe sie gefunden, Odi. Hier ist die Zahl 27. Oh, schnell, schnell, schnell. Okay. Ich öffne sie. Oh, bist du bereit? Ich bin da. Öffne sie. Oh, Leute, ich öffne jetzt mein erstes Türchen. Die Zahl 27. Okay, aufmachen. Und... Oh, Odi! Was ist da drin? Wow! Da ist ein Go-Kart drin und Glöckchen. Schneeglöckchen, Weißröckchen. Voll cool. Und Leute, schau mal, Odi, hier ist sogar noch ein Link zu meinem eigenen Shop. www.brexy.shop. Leute, mein Shop müsst ihr unbedingt besuchen. Nicht vergessen, dort ist mein Adventskalender. Okay, Odi. Oh, das ist ja mega cool. Ich habe einen Go-Kart gefunden. Oh, das ist richtig cool, Brexy. Komm schon, fahr es mal. Es ist an, Odi. Und ich springe. Wie cool. Leute, schaut mal. Ich fahre mein eigenes Go-Kart. Wow, das ist ja mega affencool. Und jetzt muss ich wieder zurück zu Odi. Er soll auch mal Probefahrt machen. Odi. So cool, okay, willst du mal fahren? Ja.
Los, mach schon. Oh, das ist so cool, Rex hier. Okay, okay, steig aus. Nachher machst du es noch kaputt. Hey, steig aus und sag ich's dem Weihnachtsmann. Du kannst gar nichts dem Weihnachtsmann sagen. Lass es in Ruhe, Mann. Okay, du darfst Türchen Nummer 3 öffnen. Okay. Hey, wirf mein Go-Kart nicht weg, du Blödmann. Türchen Nummer 3. Wo ist Türchen Nummer 3, Brex hier? Du sollst es dir öffnen, nicht Türchen Nummer 3. Ach so, dann nehme ich Nummer 15. Bist du sicher? Nö, ich nehme Nummer 17. Oh, okay, dann gebe ich dir die Axt. Hier, bitteschön. Oh, was ist da drin? Los! Bereit, bist du bereit? Oh, bitte eine Playstation, bitte eine Playstation, bitte eine Playstation! Hä? Wow! Oh, schau mal, Brexy! Ein Fußballtor, dann habe ich Pikachu bekommen, dann noch eine Gitarre und schau mal, so ein Arcade-Automat! Oh, darauf kannst du Spiele spielen! Denkst du, da kann man Fortnite und Minecraft drauf spielen? Ich weiß nicht, das musst du testen. Das ist ja mega cool. Oh, richtig cool, Brex hier. Oh Mann, du hast echt Glück, du Blödmann. Schenkst du mir die Tür? Nein, Brexy, das ist doch meine zweite. Jetzt musst du noch zwei aufmachen. Du hast recht, ich muss mir wirklich eine Zahl aussuchen. Leute, welche Zahl würdet ihr nehmen? Die nächste Zahl könnt ihr aussuchen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und solange suche ich mir Tür Nummer 4 aus. Ah, Odi, was soll ich nehmen? Nummer 4? Nein, Türchen Nummer 4 muss ich doch öffnen. Nummer 15! 15, bist du sicher? Wo ist die 15? Hier unten, Brexy, hier. Nein, ich will die Nummer 15 nicht. Ich nehme die Nummer 13. Warum die Nummer 13? Weiß ich nicht, die gefällt mir. Na gut, dann los. Okay, bist du bereit? Ich bin ready. Okay, und ich mache sie jetzt auf in 3, 2, 1. Komm schon. Aufmachen, 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 aufmachen. Oh, wow, Odi, schau mal. Da sind voll viele Geschenke drin. Und sogar eine Kühlbox mit Coca-Cola, Fanta, Sprite und ein Fruchtgetränk. Ist ja mega cool. Ich habe sogar kleine Schiffe. Und Nussknacker-Männchen. Nussknacker und eine Prinzessinnenbox. Das ist für Mädchen, du Blödmann. Ist nicht schlimm, das kann ich Johanna schenken. Okay, Odi, mir fehlt noch eine Tür. Mehr dürfen wir ihn erstmal nicht öffnen, hat der Weihnachtsmann gesagt. Warte, Brexy. Guck doch mal, was deine Community gesagt hat, welche Tür sie wollen. Du hast recht, ich schau mal kurz in die Kommentare. Was sehe ich da? Odi, viele wollen, dass ich die Zahl 24 öffne. Die letzte Tür? Die letzte Tür muss wohl die Zahl 24 sein. Oh, okay, das wird bestimmt was richtig krasses, Brex hier. Findest du irgendwo die 24? Hier ist 22. Hier ist 17. Wo? Hier in der Mitte, Brex hier. Oh, du hast recht, da müssen wir hochgehen. Ah, mach Platz, geh nach oben. Okay, das ist also die Zahl 24. Bist du bereit? Ich bin ready. Oh, das ist voll cool. Das wird uns Jimmy nicht glauben. Und... Oh, was ist da drin? Komm rein. What? Schokolade. Ich liebe Schokolade, Brexy. Streuselkekse, Kekse, Schokokekse und ganz viele Getränke. Das reicht für den kompletten Winter. Wir machen eine Weihnachtsparty mit den ganzen Sachen. Und mit den Zuschauern. Genau! Oh, wie cool! Richtig cool! Das waren jetzt die besten Türchen, die ich je gesehen habe, Odi. Oh, du hast recht, Brexy, aber lass es doch jetzt öffnen. Komm schon, komm schon, komm schon! Dürfen wir nicht, du Doofkopf. Ach Mann, komm schon, Brexy. Nein, wir sind artig. Und der Weihnachtsmann hat gesagt, wir kriegen nur Kohle, wenn wir Blödsinn machen. Du hast recht, Brexy. Entschuldigung. Okay, lass nach unten gehen. Okay. Aber das war wirklich mega affencool, oder? Das war richtig cool. Okay, Leute, wir haben hier noch ein paar Türchen, die wir aufmachen müssen, aber das schaffen wir nicht allein.
Du kannst uns helfen. Und vielleicht kriegst du auch eine Tür mit richtig coolen Geschenken. Alles, was du dafür tun musst, ist den Kanal einfach abonnieren. Das ist kostenlos. Und lass gerne ein Like da. Und wenn du mitspielen möchtest, dann schreib einfach unten in die Kommentare, dass du mitspielen möchtest. Das war's. Und vergiss nicht, schnapp dir meinen eigenen Adventskalender Brexy. Der ist mega cool und es gibt sogar eine Autogrammkarte. Und ihr müsst auf jeden Fall noch bei meinem besten Freund Odi vorbeischauen. Der macht auch richtig coole Weihnachtsvideos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dich, mach dich bereit. Und Sprung. Oh. Oh, oh Mann, wo sind wir hier gelandet, Brixi? Oh, du bist groß geworden. Sehr gut. Wow, Jimmy, schau mal. Weihnachtsmann. Oh, und Prinzessin Lea. Ah, Prinzessin Lea? Wow. Und ich glaube, das ist ein Fidget Spinner da hinten. Boah, meinst du, den kann ich mal drehen? Ich glaube nicht, aber ich glaube, wir sind beim Polar-Nordpol gekommen, beim Weihnachtsmann. Cool, und hier ist eine Kiste, mach die auf. Hier ist Eis und Lava. Aber wir müssen da irgendwie rüberkommen, Jimmy. Wir machen einen Cobblestone-Generator. Ja, das ist eine gute Idee. Und du baust den Baumstamm ab und machst eine Holzspitzhacke. Okay, mach ich. Also, wir haben hier Eis, zwei Eisblöcke und Lava. Und dann haben wir Pilze, damit können wir eine Pilzsuppe machen. Mohn? Samen haben wir auch. Rote Beete-Samen. Was haben wir noch? Melonenkerne und Kürbiskerne. Meinst du, der Weihnachtsmann wusste, dass wir kommen? Kann schon sein. Warte, ich bin gleich fertig. Okay, ich baue hier den Cobblestone-Generator. So, dafür brauche ich eins, zwei. Das ist perfekt. Jetzt kommt das Lava hier hin und mein Eisblock kommt hier hin. Hier, für dich. Warte, es hat funktioniert. Sehr gut. Du bist der beste Freund, Jimmy, den man sich vorstellen kann. Und du warst artig. So, jetzt muss ich hier nur noch ein Loch machen. Und dann kann ich hier Steine abbauen. Und dann können wir uns auch schon rüberbauen. Hä? Haha, richtig cool. So, das ist jetzt hier drüben. Warte, ich hab's gleich. Pass auf, dass du dich nicht verbrennst. Tu ich nicht. Wir haben einen coolen Cobblestone-Generator, Jimmy. Boah, das macht voll Spaß. So, jetzt habe ich, glaube ich, hier Steine. Ich gebe dir die Steine. Hier, da kannst du eine Steinspitzhacke machen. Gib her, gib her, gib her. Und ich mach so lange weiter. Okay, richtig. Oh nein. Mein Stein ist verbrannt. Mann, ist das blöd. So, hab ich. Und fertig. Okay. Das Beinspickhacke ist fertig. Du bist der Beste. Und Freunde, wenn du mal zusammen mit mir und Jimmy, Lumi, Odi oder Hannah spielen möchtest und nicht zu vergessen Schleimi und Niki, dann musst du das Video unbedingt bis zum Schluss anschauen. Denn bald ist Weihnachten und ich verrate dir, wie du zusammen mit uns spielen kannst. Das wird richtig cool. Also, schau das Video bis zum Schluss und falls du noch nicht geliked hast, lass gerne ein Like da. Aber jetzt müssen wir uns beeilen. Nicht, dass der Weihnachtsmann böse wird, Jimmy. Ja, du hast recht. Du hast ihn bestimmt geärgert. Ich hab ihn nicht geärgert. Der war nur sauer wegen den Schneebällen. Aber dafür kann ich doch nichts. Naja, eigentlich nicht. Wie viele Steine hast du schon? Ich hab schon 7. Du kannst aber hier schon weitermachen. Nimm die hier und bau schon mal rüber zum Weihnachtsmann. Okay. So, ich hol noch ein paar und dann komme ich mit. Ah, hier sind auch ein paar. So, perfekt. Oh mein Gott, Freunde, ich kann es kaum erwarten. Vielleicht sehen wir drüben Geschenke. Und dann bauen wir uns dort eine Geheimbase, Jimmy. Eine super duper Geheimbase mit ganz vielen Fallen. Nein, ohne Fallen, sonst ist der Weihnachtsmann böse, du Doofkopf. Aber der hat doch seine helfende Elfen. Und was, wenn die uns erwischen, dann kriegen wir Ärger. Da hast du recht, wir brauchen mehr Steine. Ich hab Steine, ich baue weiter. Hier die Spitzhacke, dann kannst du mehr Steine holen. Okay, komm so. Her. Oh, wir sind gleich beim Weihnachtsmann. Und der hat einen Teddybär. Was ist das denn da drüben? Wow. Okay, wir müssen jetzt hier rüber bauen. Aber das dauert jetzt ein bisschen. So. Gleich da. Oh nein, wenn der Weihnachtsmann kommt und er das sieht, wird er bestimmt sauer werden. Aber... Maxi, was denn? Hörst du auch die Weihnachtsmelodie? Stimmt, die Glocken. Oh, wie cool. Das ist ja mega cool. Vielleicht kommt gerade der Weihnachtsmann. Wir müssen uns beeilen. Hier sind Riesengeschenke, Jimmy. Oh, cool. Ja, und ich bin gleich drüben. Hast du noch Steine? Na klar, ich habe richtig viele. Dann los, her damit. Wir sind gleich drüben. Warte.
Aha, wo waren die nochmal? Hier sind schon mal 11. Du bist der Beste, das reicht. Aber Jimmy, ja. Bevor wir zum Weihnachtsmann rübergehen, wollen wir zuerst zu Prinzessin Lea rübergehen? Weiß nicht, das ist voll der Umweg, Braxy. Ich weiß, aber vielleicht, falls er kommt, können wir dann sagen, wir wollten gar nicht zu dir. Ja, okay, dann baue ich kurz zu Prinzessin Lea. Ja, warte, ich komme mit dir. Ich habe noch Erde, dann bauen wir, wenn wir rübergehen, mit Erde weiter. Yippie. Oh, hier, ich hab's gleich, Jimmy, wir sind gleich da. Das ist viel näher dran. Und dort sehe ich Gold, siehst du die ganzen Mineralen? Boah, ich sehe da nicht nur Gold, ich sehe da auch große Geschenke. Bau weiter, los. Oh, wir sind gleich da. Und dann gehen wir zum Weihnachtsmann. Ich bin so gespannt, abonniert was beim Weihnachtsmann Braxy. Ist. Braxy abonniert. Braxy bitte. Braxy abonniert.